Zunächst einmal vielleicht ein paar Sätze zur Europäischen Bürgerinitiative, weil mir das wichtig ist, gerade auch wenn man das sozusagen mehr empirisch, wissenschaftlich zu beobachten und zu begleiten versucht. Das Erste, was mir wichtig ist, ist, dass es überhaupt dieses Instrument gibt. Ist nicht vom Himmel gefallen, ist nicht irgendwie naturwüchsig entstanden, sondern geht darauf zurück, dass vor etwa 15, 17 Jahren Menschen angefangen haben, im Umkreis von Mehr Demokratie, im Umkreis des Initiative and Referendum Institute Europe und Europopia nachzudenken, darüber, welche Instrumente können wir ins Spiel bringen, um auch auf der europäischen Ebene ein Stück mehr Demokratie zu schaffen, Beteiligung zu schaffen. Das, was wir damals gesät haben, das wird jetzt zu Beginn des kommenden Monats erstmals in Europa aufgehen, als eine Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, sich in europäischen Angelegenheiten unmittelbar zu Wort zu melden. Was die Verordnung betrifft, ist es so, dass ich als Mitglied des Parlaments und als Koordinator im Verfassungsausschuss des Europäischen Parlaments Berichterstatter zur Bürgerinitiative war. Und Sie wissen wahrscheinlich, die Berichterstatter im Europäischen Parlament bereiten die Gesetzgebung vor und nicht nur das. Wir verhandeln auch mit dem Rat und der Kommission, weil das Europäische Parlament, das ist wichtig, glaube ich, immer wieder dazu zu sagen, mit Gesetzgeber, aber nicht alleiniger Gesetzgeber ist. Und das heißt auch, was jetzt nach etwa 2 Jahre währenden Verhandlungen auf dem Tisch des Hauses liegt oder als Verordnung in Europa Geltung entfalten wird, das ist das Ergebnis eines sehr mühsamen Kompromisses. Wenn das Parlament hätte entscheiden können, sähe das deutlich anders aus. Wäre die Europäische Bürgerinitiative deutlich bürgerfreundlicher, praktikabler, anwenderfreundlicher. Wir hatten zu verhandeln mit Rat und Kommission, mit Menschen, die vor allem von Angst getrieben waren, dass die Bürger da zu viel Mitsprache bekommen könnten über zu viele Themen, dass das zu wirkungsvoll werden könnte, während umgekehrt meine Angst ist, dass das Ganze dann leer läuft und eher zur Frustration beiträgt, denn zur Stärkung von europapolitischem Engagement, wenn die Bürgerinnen und Bürger am Ende das Gefühl haben, ja, jetzt haben wir 1 Million Unterschriften gesammelt, was passiert jetzt eigentlich? So ist zum Beispiel ein Element, das wir erst nach langen Verhandlungen einbringen konnten, dass es am Ende Hearings, also Anhörungen der Initiativen geben soll. Warum das? Der ursprüngliche Entwurf der Kommission hatte vorgesehen, man sammelt 1 Million Unterschriften nach dem Kommissionsvorschlag mindestens 1/3 der Mitgliedsländer. Übrigens, die Kommission hat sich was ganz Skurriles, weil sie sagt, wo kommen diese 7 her, was ganz Skurriles ausgedacht. Nämlich die Kommission hat gesagt, 300.000 Menschen müssen das unterschreiben und dann fangen wir an, das zu prüfen und entscheiden, ob es zulässig ist. Und wenn wir das geprüft und für zulässig befunden haben, dann können die weiter sammeln. Also eine völlig, also wer mal Unterschriften gesammelt hat, weiß, wie sowas läuft, völlig unglaubliche Vorstellung. Um 300.000 Unterschriften zu sammeln, muss man eine Menge auf die Beine stellen. Das heißt, man muss eine richtige Kampagne europaweit aufstellen und dann aber immer den Leuten sagen, wir wissen noch gar nicht, ob das überhaupt zulässig ist, und die Leute sammeln und dann sagen wir, jetzt reichen wir mal ein und gucken und hinterher kommen wir vielleicht zurück, sagen, könnt ihr nochmal unterschreiben, die Leute sind aber weg, ja, und sie vertrauen einem auch nicht mehr, wenn man dann immer wieder kommt und sagt, jetzt hätten wir einen neuen Text, also das geht alles gar nicht, das zeigt nur ein bisschen den Geist. Und umgekehrt war die Kommission nicht bereit, gleich zu Beginn zu prüfen, weil sie gesagt hat, wir haben in unserem Apparat 2 Leute, die das können, und dann kommen jeden Tag 100 Bürgerinitiativen und wer soll das alles prüfen? Ja? Das war der andere Fehler, den die Kommission gemacht hat. Ich erzähle nur ein bisschen sozusagen aus der Küche, wie sowas läuft. Der andere Fehler war, dass sie gesagt haben, eine EBI ist zustande gekommen, wenn sie bei der Kommission eingereicht wurde und so viele Buchstaben umfasst und so weiter. Ja? Das heißt, man hat den Vorgang gar nicht bedacht, wie kommt sowas zustande. Und wenn ich das tatsächlich so mache, dass eine Unterschrift genügt, ja, dann habe ich tatsächlich das Problem, dass auch andere haben, dass manchmal auch das Bundesverfassungsgericht hat, dass jeder seinen Ärger oder seinen Zorn, den er nachmittags in einer E-Mail ausgießt, überschreibt mit Europäische Bürgerinitiative, dann muss es registriert werden, geprüft und so weiter. Ja. Deswegen habe ich gesagt, da muss sich eine Initiative bilden, da müssen mindestens 7 Leute dahinter stehen, aus 7 Leuten. Damals hatten wir die Anzahl der Mitgliedsländer, in denen mindestens die entsprechende Unterschriftenzahl gesammelt werden muss, noch gar nicht bei 7. Wir hatten sie bei 9. Aber die 7 haben überzeugt, das kommt daher, weil in der Schweiz es diese Regelung gibt, dass es mindestens 7 Unterschriften sein müssen bei einem bestimmten
Schweizer Beteiligungsinstrument. Und 7 erschien einfach als eine gute Zahl und war hinterher mit ein Argument, als wir versucht haben, die Länderzahl zu senken, dass das nun einheitlich sein muss. Die Kommission ist über diese Änderung im Rückblick sogar froh, obwohl wir es hier unglaublich abtrotzen mussten, weil sie sagen, ja gut, das ist irgendwie praktikabler, das sind die 300.000, das hätten wir irgendwie nicht wirklich durchgehalten. Und das mit den Hearings, nur dass Sie das ein bisschen wissen, dass ich heute Vormittag nicht teilnehmen konnte, bis zu diesem Termin jetzt, wo ich teilnehmen muss, liegt daran, dass wir bis heute hartnäckig über die Hearings verhandeln. Ich habe heute mit der Vorsitzenden des Petitionsausschusses lange telefoniert, mit anderen Kollegen aus dem Verfassungsausschuss, weil immer noch ungeklärt ist, wie das denn laufen soll. Es gab einen Formelkompromiss, Parlament und Kommission veranstalten gemeinsam die Hearings. Und jetzt wird der schwarze Peter hin und her geschoben. Adressat muss eigentlich die Kommission sein. Die Kommission sagt, wir machen gar nichts, wir zahlen auch nichts für Hearings. Ja. Und wir schicken, wenn es hochkommt, einen niederen Beamten. Und wir sagen, das geht nicht. Die Kommission ist Adressat der Bürgerinitiative. Sie muss durch den Kommissar vertreten sein und so weiter. Das sind die Sachen, um die wir bis zum Schluss streiten. Und nur, dass Sie auch das wissen, 1. April tritt das in Kraft. Aber wenn Sie heute sowas starten wollen, eine Bürgerinitiative, und jetzt bei Ihren Regierungen anfragen, wie geht das, weil die Regelung, wie die Unterschriften zusammen sind, sind jeweils nationale Regelungen und wie das geprüft wird, das machen die Mitgliedstaaten, dann werden Sie feststellen, dass ein Teil der Mitgliedstaaten noch gar keine nationale Regelung erlassen hat. Sie wissen noch gar nicht, wie das geht. Also es ist sehr schwer, um das mal vorsichtig zu formulieren, europäische Institutionen von kleinen Schritten in Richtung mehr Demokratie zu überzeugen, ist ein bisschen wie jemanden zum Jagen tragen, der also wirklich alles andere als Lust hat. Und wenn Sie ihn dahin getragen haben, dann rennt er immer wieder zurück, wie Sie sich versehen haben. Sie müssen ihn festhalten und sagen, jetzt stehe ich mal der Bürgerbeteiligung. Es ist ein wichtiges Instrument, weil es ermöglicht, dass Bürgerinnen und Bürger europäische Themen formulieren, dass sie europaweit sozusagen einen Diskurs beginnen über große Fragen in Europa. Wie soll sich das weiterentwickeln und so weiter. Aber es ist natürlich nicht genug, weil es ist ein reines Agenda-Setting-Instrument. Man kann ein Thema anlegen, aber man kann nicht darüber entscheiden. Man weiß auch nicht, was daraus wird. Man kann auch die Kommission nicht zwingen, tätig zu werden. Man kann nur, wie es im englischen Text heißt, invite the Commission. Und dann müssen Sie sich halt vorstellen, mehr als 1 Million Bürger haben das gesammelt. Das ist so, wie wenn Sie wochenlang für eine Einladung zum Abendessen vorbereiten, das ganze Geschirr putzen, die Tischdecke sauber machen und sowas. Und hinterher nimmt der Eingeladene die Einladung nicht an. Also das wird vielen europäischen Bürgerinitiativen passieren, dass am Ende die Kommission sagt, vielen Dank, ja, wir haben nicht vor, dem Anliegen irgendwie Rechnung zu tragen. Da geht es Ihnen wie dem European Disability Forum, die haben 1,6 Millionen Unterschriften gesammelt, haben das der Kommission übergeben. Die Kommissarin hat also vor den Fernsehkameras eine große Rede gehalten, großartig das sei, dass die Bürger jetzt da sich zu Wort melden und dass sie das ernst nehmen werden. Ein paar Wochen später kam der Anruf beim European Disability Forum, ob sie bitte diese Unterschriften wieder zurücknehmen könnten. Man habe in der Kommission keine Verwendung dafür. Das hat die mich wirklich gefreut. Sie müssen sich auch vorstellen, wie viel Herzblut da drin steckt. Ich würde aber gerne jetzt weitergehen zu den grundsätzlichen Fragen für diesen Part, für den letzten Part unserer gemeinsamen Tagung und Ihrem Vortrag, Herr Franz Weil. Ich glaube, das Problem liegt tiefer. Das Problem liegt eben da, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass in ganz essentiellen Fragen gravierende Entscheidungen vollständig über ihren Kopf hinweg getroffen werden. Dass sie überhaupt nicht mehr sehen, wie sie wirksam auf diese Entscheidungen Einfluss nehmen können sollen. Und das ist gerade bei europapolitischen Entscheidungen ungemein schwierig. Also wenn Sie sagen, das funktioniert ja dann über das Parlament und wenn jemandem nicht passt, was das Parlament beschließt, dann möge er eine neue Partei gründen, dann ist das A natürlich von relativ wenig empirischem Realismus geprägt. Ich habe mal eine Partei mitgegründet. Ich weiß, wie einfach das ist und wie schnell das geht. Ich weiß auch, dass in Deutschland jährlich einige hundert Parteien gegründet werden. An mich wenden sich ständig Leute, die sagen, würdest du nicht mitmachen, wir gründen eine neue Partei. Ich habe bisher allen abgeraten, denn ich kann nur sagen, eine Partei gründen, die dann auch die 5%-Hürde schafft. Und es schafft, sich bundespolitisch so aufzustellen, dass sie im Parlament, dass sie gewählt werden wird und da mitreden kann. Das ist nicht so einfach, wie sich das manche vorstellen. Letztlich ist es in der Geschichte der Grundrechte, sind die Grünen die Einzigen, die das geschafft haben. Das heißt, einer riesigen Bewegung hervorgegangen, Frauen, Friedenswillen, Dritte Weltbewegung, Ökologiebewegung und so weiter.
Das ist im Grunde ein ganzes Generationenprojekt. Und es ist nicht einfach so, dass man jetzt in einer aktuellen politischen Auseinandersetzung mal eben eine Partei gründet und die Regel kennt. Das, zumal das viele Jahre dauern würde. Und dann wären die Entscheidungen aber längst getroffen. Es geht den Bürgern doch um die Entscheidungen, die heute getroffen werden. Und das Problem ist, dass viele Bürger heute wirklich ohnmächtig und verzweifelt denen gegenüberstehen, dass sie das Gefühl haben, ich weiß nicht, wie ich hier Einfluss nehmen soll. Ich weiß nicht, wie ich da meine Position deutlich machen soll. Und da habe ich schon den Eindruck, dass wir sprechen müssen grundsätzlich über die Frage, was heißt eigentlich Demokratie? Also mir fiel das auch auf, als Sie sagten, ja, mit den Volksentscheiden, das sei ja schon deshalb problematisch, weil wenn das Parlament missbaue, dann könne man es abwählen, aber wenn das Volk missbaue, nicht. Da frage ich mich sehr ernsthaft, von welchem Demokratiebegriff Sie ausgehen. Bei mir liegt tatsächlich alle Staatsgewalt im Volk. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, das ist die Idee der Demokratie. Die Idee, ein Volk abzuwählen, ist relativ absurd und offenbart ein Governance-Verständnis, das mit Demokratie nur noch wenig am Hut liegt. Ja. Bravo. Das heißt, uns muss eigentlich die Frage beschäftigen, wie regeln wir das denn, dass tatsächlich die Staatsgewalt vom Volke ausgehen kann, auch in diesen großen, wichtigen Fragen. Und wenn ich da auf ein paar Dinge kurz eingehen darf, Sie haben ja, was mich tatsächlich erstaunt hat, wobei hier sitzen Berufene, um über diese Frage zu sprechen, als ich selbst das bin, obwohl ich einige Jahre meines Lebens mit dem Studium der Protokolle des Parlamentarischen Rates zugebracht habe. Aber in meinen Augen der größte Sachkenner sitzt von Ihnen aus ganz links im Saal, Ottmar Jung. Der 146 ist nicht etwa sozusagen ein Relikt Karl Schmitz im Grundgesetz, sondern der 146 ist, insofern war es nur knapp daneben, wenn Sie mir diese leichte Unbotmäßigkeit erlauben, Carlo Schmitt. Ja? Und Carlo Schmitt, schreibt man das mit IB, Carlo Schmitt hat gesagt, es ist alter und selbstverständlicher Brauch in der Demokratie, dass eine Verfassung nur vom Volk beschlossen werden kann. Das war die Idee. Es geht nicht um einen, wie sagten Sie, es geht um allenfalls theologische Grenzfragen, sondern es ging darum, zum Ausdruck zu bringen, ich sage das jetzt mal wörtlich weiter, wie Carlo Schmitt das damals formuliert hat, also alter und selbstverständlicher Brauch, dass in einer Demokratie die Verfassung nur vom Volk beschlossen werden kann. Wir aber machen hier gar keine Verfassung. Wir machen nur ein provisorisches, einen Übergangsbau. Und den Übergangsbau gibt man nicht, dieweil die erst dem festen Hause gebührt. Die Idee war, Verfassung ist Sache des Volkes, nichts anderes drückt der Artikel 146 aus. Da heißt es ja, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit. An dem Tage, an dem vom deutschen Volk eine neue Verfassung beschlossen wird. Hier reden wir über die pouvoir constituant, nicht über die pouvoir constituer, innerhalb derer sie sich mit bestimmten Überlegungen bewegt haben. Die verfassunggebende Gewalt liegt beim Volk, anders kann und will ich das gar nicht denken. Und damals ging es darum, dass man in den drei westlichen Besatzungszonen für eine Übergangszeit glaubte, eben nicht, noch nicht eine Verfassung machen zu können, sondern ein Grundgesetz, deshalb heißt es anders als in anderen Ländern eben nicht Constitution, nicht Verfassung, sondern Grundgesetz. Wenn man sagt, solange ein Teil der Deutschen verwehrt bleibt, daran mitzuwirken, können wir hier nur sozusagen ein Provisorium schaffen. Darüber kann nicht das Volk entscheiden, aber wenn es dann einmal soweit ist, dass alle Deutschen die Möglichkeit haben, daran mitzuwirken, dann haben auch alle Deutschen das Recht, über ihre Verfassung abzustimmen, bis dahin sich eine neue Verfassung zu geben. Und alles andere als das schien mir jetzt ein wenig demokratisches Verständnis von Verfassung. Wo soll sie denn herkommen und wer soll denn der Souverän eine Verfassung sein, wenn man das für eine theologische Formulierung hält und dem Volk sozusagen das Recht absprechen will, über seine Verfassung selbst zu entscheiden. Und das führt uns jetzt zu Europathema. Ich glaube, dass das, was das Bundesverfassungsgericht, ich will da jetzt nicht über jeden Satz streiten, wobei das auch lohnen würde, aber ich glaube, dass die Grundidee, die das Bundesverfassungsgericht da formuliert hat, die kann man am einfachsten, ich spitze das mit Absicht jetzt zu, die haben ja auch ein bisschen zugespitzt, das kann man am einfachsten parallelisieren mit dem, was der Bundesgerichtshof mal im Mannesmann-Urteil gesagt hat. Ja, als er nämlich in einer Situation, als kurz vor Verkauf des Unternehmens, die am Verkauf Beteiligten, diejenigen, die diese Entscheidungen betrafen, sich in einer Sitzung mal eben noch sehr üppige Geldmittel sozusagen gegenseitig zugesprochen haben, als Provisionen, da hat der Bundesgerichtshof gesagt, die Gutsverwalter
haben sich geriert, als ob sie die Gutsbesitzer seien, was sie aber nicht sind. Richtig. Und so ist das mit der Souveränität im demokratisch verfassten Staat. Selbstverständlich können Staaten Verträge schließen, müssen, sollen auch. Die Europäische Union ist entstanden als ein Flechtwerk von Verträgen. Anders ging das gar nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber heute ist es so, dass immer mehr Souveränität eben nicht mehr im Bundestag wahrgenommen wird, sondern in Kommission, Rat und Europäischen Parlament. Immer mehr substanzielle Entscheidungen, die unser Leben hier betreffen, werden dort entschieden mit dem Fiskalpakt, aber sehr viel mehr noch mit dem, was unter dem Namen Economic Governance läuft, kommen weit größere Kompetenzen zu. Übrigens Kompetenzen, die, und das ist vielen gar nicht bewusst, noch nicht mal innerhalb des Gemeinschaftsrechts ausreichend legitimiert, kontrolliert und verankert sind, sondern mit diesem Pakt hat man ein Vertragswerk geschaffen, das außerhalb der Verträge jetzt steht, nach luxemburgischem Recht, eine private Gesellschaft nach luxemburgischem Recht. Wenn das die Zukunft der Demokratie sein soll, dass in solchen Privatgesellschaften, die von Regierungen gebildet werden, mit Beamten besetzt, dass in solchen Privatgesellschaften wesentliche Fragen unserer Souveränität, Fragen wie die zukünftige Entwicklung von Löhnen, Gehältern, Rahmen für Steuergesetzgebung und so weiter vorgegeben werden sollen, dann gute Nacht. Dann wird genau diese Stimmung immer mehr wachsen in der Bevölkerung, die ich für eine gefährliche Stimmung halte, weil sie die Demokratie selbst in Frage stellt, nämlich diese Stimmung gar, das ist doch gar keine Demokratie mehr, wir werden doch gar nicht gefragt und so weiter. Dann bekommen wir vielleicht auch sowas wie eine Tea Party-Bewegung in Europa. Das will ich nicht. Ich will das Gegenteil. Ich will einen Diskurs über diese Fragen. Ich will, dass endlich über diese großen Fragen in der Bevölkerung diskutiert werden kann. Und ich will auch, dass dort, wo es eben um substanzielle Souveränitätsabgaben geht, dort meine ich, ist tatsächlich der Souverän derjenige, der gefragt sein soll. So ist es. Und nicht nur sozusagen die abgeleitete Gewalt. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass wir Europa demokratisieren müssen. Das wird die große Aufgabe dieses und des nächsten Jahrzehnts sein. Ich würde es gerne sogar noch ein bisschen umfangreicher oder umfassender formulieren. Die große Aufgabe wird sein, das, was wir in den Staaten mehr oder weniger gut geschafft haben, nämlich Wege und Verfahren innerstaatlicher Demokratie, Bürgerbeteiligung und so weiter. Da haben wir sehr verschiedene Modelle in Europa, aber man kann sagen, das funktioniert relativ gut. Das auch auf supranationaler Ebene natürlich nicht eins zu eins zu übertragen, aber es muss darum gehen, mehr Demokratie auf supranationaler Ebene zu schaffen, weil sonst die zunehmende und in Teilen auch unaufhaltsame Internationalisierung, Europäisierung politischer Entscheidungen den Ausstieg aus der Demokratie bedeuten. Das wäre eine absolute Katastrophe, die wir nicht zulassen können. Deshalb geht es jetzt darum, sich zu überlegen, wie muss man denn diese europäische Ebene demokratisch ausgestalten, so ausgestalten, dass die Bürgerinnen und Bürger erleben, ja, das ist auch dieses Europa, ist unser Europa, ist nicht das Europa nur von Regierungen, von Brüsseler Organen oder sowas, sondern es ist unser Europa und im Zweifel, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn es wirklich wichtig ist, können wir uns da einmischen und haben in diesem Europa auch das Sagen. Deswegen brauchen wir natürlich mehr als die Europäische Bürgerinitiative, wir brauchen natürlich auch europäische Referenden. Und nach der Erfahrung mit der Europäischen Bürgerinitiative würde ich sagen, wenn wir jetzt anfangen, das zu denken und das zu fordern, dann wird es vielleicht in 14 Jahren kommen. Deswegen ist es dringend nötig, das jetzt zu fordern. Und lassen Sie mich das vielleicht gegen Ende noch sagen. Etwas, was mich wirklich umtreibt, auch jetzt wieder, wir hatten gerade vorgestern in Brüssel eine größere Veranstaltung zur Europäischen Bürgerinitiative. Da kommen dann ganz viele, die wollen jetzt Europäische Bürgerinitiativen starten, was ich großartig finde. Eine zu Wasser, eine zu Financial Transaction Tax, eine zu Roaming-Gebühren, eine zum arbeitsfreien Sonntag und so weiter. Jeder hat sein Anliegen, sein Interesse, seine Idee, die ihm am Herzen liegt. Und genauso ist es in der Politik. Wir haben unsere Politik so organisiert, dass wir im Grunde für alles Politiken haben. Wir haben auch für alles Ministerien. Wir haben Finanzministerium, Verkehrs- und Landwirtschaftsministerium und so weiter. Auch auf europäischer Ebene. Wir haben für alles Kommissare und Behörden. Wir haben aber niemanden, der sich um die Demokratie kümmert. Wir haben kein Demokratieministerium, wir haben kein, das gibt es alles gar nicht. Weil wir immer davon ausgehen, ja, Demokratie haben wir doch schon. Da muss sich keiner drum kümmern. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir nicht aufpassen, dann wird die Demokratie schmilzen wie der Schnee in der Sonne. Weil was wir im Moment beobachten, das ist A, eine gewaltige Regouvernementalisierung von politischen Entscheidungen und B,
bedeutet, wen können wir verfolgen, wie die Ökonomie, und das ist vor allen Dingen die Ökonomie der Finanzmärkte, gar nicht die Realwirtschaft, die Politik sozusagen wie am Nasenring durch die Manege zerrt und die Politik hilflos hinterherläuft und die Bürger es Gefühl haben. Einen Kampf wieder zu führen für die Demokratie und die Demokratie auf die Tagesordnung zu setzen, weil eine starke und funktionierende Demokratie die Voraussetzung ist dafür, dass auch in den anderen Gebieten gute Politik gemacht werden kann und nicht umgekehrt. Vielen Dank.